Gut. Wir haben schon gewartet, okay? Und dann können wir schon mit dieser Schulung anfangen. Gut. Heute möchte ich Ihnen unser neues Produkt Beacon Home vorstellen. Dieses Beacon Home Produkt ist einfacher und für die Sicherheit der Familie gedacht ist, okay? Die Beacon Home Kameras sind einfacher zu installieren und zu konfigurieren. Ich würde sagen, ist sehr intuitiv und ja, man muss nicht so viel lernen für diese Beacon Home Kamera. Gut. Und ich werde diese Schulung schnell machen, weil so wir können weiter mit unseren Aufgaben machen. Okay? Dann. Ja. Das ist die Ordnung, der wir folgen werden, um die Marke Beacon Home genau kennenzulernen. Okay? Der erste Punkt ist Einführung in die Akkukameras. Hier oben ist eine Standard-Kamera, Wi-Fi-Kamera, das normalerweise früher haben wir mit einer externen Batterie angeschlossen und ungefähr mit dieser externen Batterie hatten wir 4 Stunden ohne Kabel diese Kamera. Das heißt, die Kamera ist nur 4 Stunden gedauert. Okay? Aber mit unserer Beacon Home Kamera, von dieser Methode, können wir schon vergessen. Okay? Okay, wie hier steht. Mit Beacon Home Kamera können Sie die Akku aufladen. Okay? Dieses Akku hat eine höhere Kapazität, mehr als 5000 mAh und ja, hat auch einen Aktiv-Pier-Sensor. Für dieses Pier-Sensor funktioniert für eine sehr gute Erkennung machen. Okay? Und auch diese Kamera hat integriert einen Hibernationsmodus. Mit diesem Hibernationsmodus können Sie die Akku sparen, natürlich. Okay? Und natürlich, diese Kamera hat eine gute Kommunikation. Okay? Auf der rechten Seite sind Daten, die wir gemacht haben. Und so können Sie es sehen, für eine Idee zu machen. Okay? Zum Beispiel mit diesen Daten, das in der rechten Seite steht, wir haben diese Rechnung gemacht und mit diesen Daten, die Kamera sollte zwischen 4,6 und 6,5 Monate dauern. Okay? Diese Daten sind wahr. Okay? Und ja, Sie können diese Daten auch mit Ihrer Kamera machen, aber für diese Rechnung, wenn Sie wollen, Sie können an uns fragen, wie können Sie diese Rechnung machen, okay? Und über E-Mail können Sie oder einfach über Telefon, Sie können mich anrufen und ich kann mit Ihnen verbinden und können wir zusammen diese Rechnung machen, okay? Das ist nur für eine Idee machen und so können Sie sehen, dass die Kamera kann 4,6 und bis 6,5 Monate ohne Aufladen dauern, okay? Okay. Mit diesem Bildsensor, wie ich gesagt habe, ist für eine genaue Erkennung. Und ja, wenn möglich ist, dieses Bildsensor hat diese Intelligenz für nicht alleine einschaltet. Okay. Wie hier steht, dieses Sensor ist gut entwickelter Bildsensor. Optimierter Erkennungsalgorithmus. Diese kleine Kamera hat ein sehr gutes Algorithmus. Okay. Und später sehen wir mehr tief über dieses Algorithmus, das diese Kamera integriert hat. Die Kamera, diese Marke Beacon Home. Okay. Gut, hier sind ein kleines
Empfehlungen, dass wir Ihnen sagen. Okay? Zum Beispiel, wenn die Kamera in einem Bereich eingebaut wird, wir empfehlen, bitte vermeiden Sie die Fenster. Okay? Vermeiden Sie Glas und Spiegels. Okay? Und achten Sie auf die Temperatur. Heutzutage ist unsere Temperatur ist sehr hoch. Ja? Dann vielleicht das kann ein bisschen schwer zu vermeiden. Aber trotzdem, wenn wir können oder wenn es möglich ist, bitte vermeiden Sie die Temperatur für für eine gute Funktion. Okay? So kann die Kamera gut laufen. Okay, auch haben wir einen kleinen Tipp, wenn die Kamera aus dem Bereich eingebaut wird. Okay? Nicht direkt zur Sonne, ja, das wissen wir. Okay? Und Vorsicht, direktes Licht auch. Okay? Und die Kamera bitte nicht einbauen näher von Insekten. Okay? Weil dieses kleine Insekt kann ja, besser nicht näher von kleines Insekt die Kamera einbauen. Okay? Und natürlich etwas gut von dieser Vico Home Kamera ist, dass wir können die Hibernation Modus programmieren. Das heißt zum Beispiel in einem Büro wir können programmieren, dass von 8 bis 14 Uhr die Kamera ist in Hibernationsmodus programmiert und ab 18 Uhr die Kamera ist nicht mehr in dieses Hibernationsmodus programmiert. Okay? Und so können wir auch die Batterie sparen. Okay? Und die Ruhezeit des Bildes konfigurierbar. Okay? Das ist auch verfügbar, die Ruhezeit des Bildes konfigurieren. Okay? Hier auch gibt es einen kleinen Tipp zu einer richtigen Einrichtung in diese Kamera. Okay? Bitte laden Sie die Batterie auf und richten in der Nähe des Wi-Fi-Routers. Okay? Das ist ein kleines Tipp, weil so können wir sicher sein, dass wir eine richtige Verbindung zwischen Router und Kamera haben. Okay? Deswegen zumindest das erste Mal versuchen wir diese Schritte folgen, okay? Und natürlich für den letzten Schritt Installation und Funktionsprüfung. Ja? Prüfen wir, dass alles funktioniert, dass alles gut läuft und so, okay? Ja, wegen der Wi-Fi-Abdeckung. Heutzutage normalerweise alle die Kamera oder ja. Ist besser funktioniert mit 2,4 GHz und nicht mit 5 GHz. Okay? Dann besser oder bitte verbinden Sie mit dieses Wi-Fi 2,4. Okay? Entschuldigung. Gut. Und ja, die Reichweite des Routers normalerweise ist zwischen 40 Meter im freien Feld. Okay? Ja, und ja, manchmal ist es schwierig, die Struktur durchqueren zu vermeiden, wegen die Häuser oder so. Ja, manchmal ist es schwierig, die Mauer zu vermeiden. Okay, aber trotzdem, ja, ein kleines Tipp. Okay. Okay, und wenn nötig ist, bitte nutzen Sie eine Repeater von 2,4 GHz. Okay, das ist auch wichtig zu wissen, vor von einer Installation zu machen. Okay. Okay, und jetzt ist unser Produkte, das wir auf unserer Palette haben. Okay.
natürlich 100% drahtlos, eine sehr gute Wi-Fi-Verbindung, Lithium-Batterie und eine Bilderkennungssensor. Okay. Mit dieser Kamera auch ist integriert oder es ist möglich in 2 Megapixels oder 4 Megapixels arbeiten. Okay. Die Kamera hat auch die Funktion IR, Vollfarbe oder Licht plus Sirene oder so. Sicher ein paar von euch kennen diese Funktion. Und auch die Kamera ist bidirektionales Audio. Das heißt, wir können von unserer App oder von unserem Handy aus sprechen und die Leute in der anderen Seite, wo die Kamera eingebaut ist, können uns hören, was wir sprechen. Okay? Und natürlich, die Kamera ist IP65. Okay, das können wir die Kamera auch für draußen Installation zu nutzen. Okay. Hier ist eine kleine Erklärung wegen die Kamera. Okay. Diese Kamera hat eine weiße LED, eine Blitzabschränkung, okay, hohe Auflösung und Full Color Starlicht, okay, und eine Infrarot-Vision hier in dieses kleine rote Licht. Okay, das ist die Infrarot, okay? Und eine Peer-Sensor. Okay, hohe Konstruktionsqualität. Die Kamera ist richtig gute Qualität. Und wasserdichte Gehäuse und Deckel. Okay, man kann nur ein. Vier Loch auf dem Band machen und diese Kamera einbauen, okay, wegen dieses magnetisch Halterung, okay, und dann sie sollten nicht mehr nutzen, nur dieses magnetisch, und diese magnetisch die Kamera wird auf dieses magnetisch anschließen und das war's, man braucht nicht mehr. Okay, hier ist eine Bild, wie die Kamera steht. Ein klares Audio, Mikrofon mit großer Reichweite. Okay, das habe ich probiert und ist sehr gut. Sehr gut. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe mein Haus das getestet und ich war in meinem Wohnzimmer und die Kamera war in der Eingangstür. Ich glaube, vielleicht 18 Meter, kann ich sagen. Ja, okay, die weiter weg. Und meine Freundin konnte mich ganz gut hören. Ich habe gesprochen so, aber ganz, ganz gut, ganz klar. Ehrlich sagen, die Audio ist ganz gut. Ist ganz gut. Und ja, die Lautsprecher, okay. Ist sehr, sehr, sehr laut von dieser Kamera. Die Batterie sind von Lithium, okay, und mit großer Kapazität. Genau hier ist die Angebotprodukte, das wir momentan auf unserer Palette haben. Okay? Aber natürlich, wenn Sie Interesse auf eine Kamera haben, Sie können an uns für diese Kamera fragen. Okay? Und wir werden sehr gerne Ihnen weiterhelfen oder ein paar Empfehlungen zu geben. Okay? Und die letzte Kamera ist sehr, sehr, sehr cool, weil das wird bald verfügbar. Okay, das ist wegen ein Panel. Okay, und dann bald wird verfügbar. Noch nicht, aber bald. Okay. Und wegen die Vico Home App. Okay, wie ich gesagt habe, diese Vico Home Marke ist nicht schwierig zu verstehen. Ist intuitiv, ehrlich sagen, die App auch, die Kamera, die Funktionen und die Installation zu die Kamera zu machen, auch ist intuitiv, ist nicht schwierig. Okay, und hier gibt es ein kleines Video, das wir auf unserem Konto in YouTube haben. Sie können jetzt, zeige ich Ihnen. Moment, und das ist ein Video, das 2 Minuten dauert
Und hier gibt es eine schnelle Erklärung, wie die App funktioniert. Okay? Okay. Ja, das los, lange Akku, Laufzeit. Okay. Später werde ich über wegen die Cloud sprechen, weil es sehr, sehr interessant auch. Ja, eine schnelle Erklärung, wie können wir für das erste Mal die Kamera installieren. Alle Kamera kommen mit einer kleinen Einleitung dabei in verschiedenen Sprachen. Okay. Ja, das ist die Magnetis, das ich vorher besprochen habe. So, und die Kamera auf dieses Magnetisch halten ganz gut. Wenn wir die Kamera aufmachen, können wir eine Micro-SD-Karte reinsetzen und so können wir auch auf diese Micro-SD-Karte die Aufnahme hochladen. Okay. Und dann für die Kamera auf unser Handy hinzufügen. Es ist so auch sehr einfach, intuitiv. Ist nur dieses Assistent folgen und die Kamera wieder hinzufügen. Okay, wir können natürlich die Bewegungssensor aktivieren. Ja, 2 Minuten, wie ich gesagt habe, ist nicht so schwierig zu verstehen. Die Konfiguration auch ist so einfach. Und etwas sehr, sehr wichtig von dieses Marke ist die künstliche Intelligenz, finden wir auf den Cloud. Okay? Wir können aktivieren über Menschen, Tier oder über Paket und so konfigurieren. Und ja, aber später erkläre ich mehr über diese künstliche Intelligenz, okay? Okay, auch sehr wichtig, wir können unser Konto mit unserer Familie teilen. Vielleicht mit meiner Frau, Kinder, Opa, Oma, okay, ist egal. Und es ist nur wegen der QR-Codes. Man braucht nicht mehr. Okay. Und etwas sehr interessant. Wir können die Kamera mit unserer Alexa verbinden. Okay, zum Beispiel, wenn ich Alexa in meinem Haus habe, ich kann natürlich die Kamera mit Alexa verbinden. Und manchmal ich kann Alexa sagen, Alexa, bitte, ich will die Live-Ansicht von der Kamera Nummer 1 sehen. Und ich werde die Live-Ansicht in dem Monitor von Alexa sehen. Etwas sehr wichtig, Alexa muss mit diesem Display sein, okay? Weil gibt es verschiedene Modelle von Alexa. Und ja, es ist wichtig, dass die Alexa diese Display hat. Aber ist gut, okay? Wir können mit Alexa verbinden. Okay, natürlich haben wir haben Sie FAQ in dieser App. Sie können selbst Fragen suchen oder wenn Sie
Fragen haben oder so, Sie können natürlich auf FAQ gehen und suchen diese Fragen. Okay? Und natürlich an uns, okay? Über Mail oder über Telefon, wenn Sie schon wissen. Okay? Hier ist ein Beispiel. Wo können wir diese Kamera installieren? In verschiedenen Bereichen. Okay? Hier ist wegen, dass ich vorher besprochen habe. Die Kamera können wir aktivieren für Menschen erkennen oder für Tier erkennen. Oder beides. Wir können beides aktivieren, Menschen und Tier. Und die Kamera wird automatisch das erkennen, wenn eine Person bewegt. Wir werden eine Meldung auf unser Handy bekommen und das wird ein Menschen steht. Und wenn ein Tier bewegt, wir werden auch auf unser Handy eine Meldung bekommen mit einem kleinen Symbol, so wie ein Tier oder ein Hund. Okay? So, zum Beispiel auf der rechten Seite ist ein Hund und auf der linken Seite eine Person, ein Mensch. Okay, hier gibt es ein kleines Video. Okay, das ist, was ich gesagt habe, dieses kleine Symbol wie ein Mensch. Hier, wenn eine Person bewegt, dann die Kamera in diesem Moment nimmt dieses Video auf. Okay? Zum Beispiel. Auf der rechten Seite, wie wir sehen können, hier gibt es einen Hund, ein Symbol von einem Tier. Okay? Und hier steht, ein Tier ist erkannt. Okay? Und das ist die Tier, ein Haus, ein Hund, ein Haustier. Okay? Auch können wir auf dieses Beispiel oder diese Bilder, wir haben in unserer Abteilung gemacht, okay? Und so detektieren wir die Autos, die verschiedenen Autos, wie hier auf dem Bild steht, okay? Natürlich, diese Kamera kann nicht wie eine LPR-Kamera arbeiten, okay? Aber die Kamera kann Autos aufnehmen und natürlich diese Aufnahme auf den Cloud speichern. Okay? Aber diese Kamera können wir nicht zum Beispiel in einen Parkplatz einbauen, weil wir denken, dass vielleicht mit dieser Kamera können wir wie eine LPR-Kamera arbeiten. Das geht nicht. Okay? Die Kamera detektiert nicht die Kennzeichen. Nee. Die Kamera detektiert nur das Auto, aber nicht richtig die Anzahl von diesen Kennzeichen. Das nicht. Okay? Das ist richtig zu wissen. Weil manchmal die Kunden wollen ja, andere Konfigurationen zu erstellen, aber auf diese Kamera, diese Konfiguration geht nicht. Okay? Hier ist wegen die Cloud Speicher. Die ersten 7 Tage kostenlos. Okay? Und wir können alle die Funktionen von dieser Kamera haben. Das heißt, die künstliche Intelligenz und natürlich die Speicher auf diesen Cloud. Und ja. Jetzt erkläre ich das mehr tief wegen das. Okay. Erkennungsereignis, die Aufnahme und etwas. Moment. Sehr wichtig ist die nächste. Zum Beispiel. Mit dieser Kamera
Es war sehr, sehr, sehr gut und sehr interessant, finde ich, können wir ohne Wi-Fi arbeiten, okay? ohne WLAN. Okay? Zum Beispiel, wir haben die Kamera mit einem Router schon eine Verbindung gemacht. Und morgen, mein Router ist kaputt. Natürlich, die Verbindung ist weg und die Cloud natürlich funktioniert nicht mehr, weil gibt es kein Internet. Okay? Dann aber, wenn wir eine Memory-Karte auf den Kamera, no, drin von der Kamera haben, alle die Aufnahmen wird auf diese Memory-Karte speichern. Okay? Dann, das ist ja gut, weil das heißt, die Kamera wird immer arbeiten, immer, immer. Mit Internet oder ohne Internet. Und natürlich, bald, noch nicht, die Hotspot-Verbindung. Okay? Das heißt, wir können überhaupt nicht mit keinem Internet arbeiten, nur Handy und Kamera arbeiten, wegen dieses Hotspot. Okay? Aber wir müssen wissen, wenn wir diese Verbindung machen, wir können nicht die Cloud von dieses Pico Home nutzen, natürlich, weil wir kein Internet haben. Okay? Ja. Ja, hier ist das, was ich gesagt habe. Zum Beispiel, wenn unsere Router kaputt ist, die Wiedergabe wird auf diese Micro-SD-Karte speichern und wir können diese Aufnahme sehen. Und hier sind die verschiedenen Preise, das Pico Home momentan hat. Okay? Aber etwas sehr, sehr interessant ist, Entschuldigung, mit anderen Marken, okay, ich werde nicht den Namen sagen, normalerweise pro Monat, man muss pro Kamera 4,99 € bezahlen, 5 €, okay, pro Kamera. Und pro Monat 10 € pro Monat für wegen die Cloud. Mit diesem Pico Home wir bezahlen nur pro Konto, nicht pro Kamera. Das heißt, wenn ich auf meinem Konto 3 Kamera hinzugefügt habe, ich muss nur, wenn ich die Basics-Konfiguration auswähle, dann ich bezahle nur 3,49 € pro Monat bezahlen. Aber pro Konto, nicht pro Kamera. Das ist sehr gut und sehr interessant. Okay? Aber wie hier steht, die ersten 7 Tage sind gratis oder 1 Giga. Okay? Wenn Sie 1 Giga schon benutzt ist, dann wird Juba-Speicher, natürlich, okay? Und ja, hier sind die verschiedenen Preise, das wir haben. Okay, wir können Juba Basic oder in Plus oder in Pro auswählen und mit dieser Konfiguration arbeiten. Ja, wie hier steht, Sie zahlen pro Konto nicht nach der Anzahl der Kameras, die Sie zu Ihrem Pico Home Konto hinzugefügt haben. Das ist sehr, sehr interessant, ehrlich zu sagen und ehrlich zu sein. Ist sehr, sehr interessant. Okay? Ja, hier ist, das ich vorher gesagt habe, wegen unserer künstlichen Intelligenz in der Cloud von Pico Home. Okay. Erkennungsereignis, natürlich, Anmeldung, Flasche Alarm. Okay? Ja. Mit dieser künstlichen Intelligenz vermeiden wir mit dieses falsches Alarm. Das kann wegen der Vegetation, Tier, Luft und weiter so. Mit dieser künstlichen Intelligenz vermeiden wir dieses falsches Alarm. Falsches Alarm. Okay. Wie hier steht, wenn wir eine Anmeldung auf unser Handy bekommen,
Das kann sein, ein Auto ist bewegt, ein Tier oder ein Mensch. Okay. Auf dieses Cloud finden wir auch die Videoanalytik. Okay. Und hier ist die verschiedene Funktionen, dass wir auf diese Cloud aktivieren können. Menschen, Haustier, Fahrzeuge, Paket zugestellt oder abgeholt. Das habe ich nicht probiert, aber ich weiß, dass diese Funktion funktioniert und funktioniert super. Leider ich konnte nicht das probieren. Und bald Erfassungsbereich, okay, das wird diese Funktion verfügbar, okay? Ja, hier auf der rechten Seite, hier steht, wenn die Kamera ein Haustier detektiert hat, okay, oder wenn ein Mensch, oder hier ein Auto, okay? Ich sage, die Kamera ist sehr gut, gute Qualität, guter Preis und hat sehr gutes künstliche Intelligenz. Okay. Und hier habe ich eine kleine Demo gemacht. Okay. Ist sehr klein, das dauert eine Minute, glaube ich. Das habe ich in meinem Haus gemacht. Und so können Sie es sehen. Okay. Gut, das ist in meinem Flur. Ja. Hier habe ich mit. So, ich habe keine Haustier, okay, dann deswegen musste ich dieses plötzlich benutzen. Ja? Und hier steht, eine Person läuft herum und eine Haustier wurde erkannt. Dann das heißt, die Kamera funktioniert super. Und ja, das ist alles, das ist erzählen muss. Und wie ich gesagt habe, diese Schulung ist nicht lange, ist einfacher zu verstehen. Und in der App ist sehr intuitiv. Man muss nicht so viel lernen oder so für weitere Konfiguration zu erstellen. Okay, aber trotzdem, wenn Sie Fragen haben, bitte können Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Okay, gut. Sehr gerne, okay. Ich hoffe, diese kleine Schulung kann Ihnen helfen. Und wenn Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie uns bitte, wie ich gesagt habe. Okay, dann ich wünsche euch schönen Tag noch. Und wir bleiben in Kontakt, wie immer. Okay, dann tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn Sie mehr über unsere Sicherheitsprodukte erfahren möchten, abonnieren Sie den VisioTech-Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigung, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.